Explosionsgefahr beim Fotografieren, das war ganz normal im 19. Jahrhundert. Damals hatte man Blitzlichtpulver verwendet, welches hochexplosiv ist. Es verhält sich ähnlich wie Schwarzpulver. Es gab einen extrem hellen Lichtblitz durch verbranntes Magnesium, wodurch alles erleuchtet wurde und die Kamera belichtet werden kann. Das war aber eher wie eine Flashbang aus COD. Danach konnte man nichts mehr sehen und hören, weil es so grell und laut war. Es war sogar für den Fotografen richtig gefährlich. Die waren häufig mal angekokelt oder haben sogar den ein oder anderen Finger verloren. Später wurde das Blitzlichtpulver durch Blitzbirnen ersetzt, die man dann einmal benutzen konnte. Aber wenigstens keine